den Reigen der neuen Sonderausstellungen, die wir heute vorbesichtigen. Wir haben sehr, sehr Spannendes zu bieten. Ich bin leider hier fast alleine gelassen von den Künstlern, habe Gott sei Dank Luminita Sabau von der DZ Bank, die Kuratorin, die gleich noch was sagen wird. Cecily Brown kommt ein bisschen später, ist aber da. Jaume Plenzer ist wahrscheinlich in einem Zug später. Und Roger Fritz steckt auf der Autobahn. Also die kommen alle hierher. Vielleicht ist es ganz gut, dann könnten wir am Anfang die wesentlichen Dinge erstmal vermitteln, die ich Ihnen sagen möchte. Die neue Kunsthalle, so habe ich hier gestartet, und heute hat Frau Förster einen sehr interessanten Vergleich gebracht mit der neuen Ludwigshafener Sammlung. Die neue Kunsthalle war vor 2,5 Jahren der erste Versuch, dieses Haus natürlich umzukrempeln, so kann man das sagen. Mit vielen Anfangsschwächen, mit vielen Vorstellungen, mit manchen guten, vielleicht manchen nicht so guten Räumen. Und diese neue Kunsthalle wurde dann über 4 Stationen, in der ersten war die Schwerpunkt Fotografie, in der zweiten Schwerpunkt Plastik und Installation, in der dritten Video und dann in der vierten direkte Malerei, die Malerei. Mit diesen 4 Stationen wollte ich die Medien eigentlich untersuchen, um ihren Gehalt für eine Sammlung eines Museums des 19. und 20. Jahrhunderts zu erkennen. Und diese 4 Ausstellungen, die wir heute sehen, sind eigentlich nochmal eine Art Resümee. Wir haben die Ausstellung Cecily Brown, das ist eine der besten Malerinnen, glaube ich, der jüngeren Generation, die im Moment wirklich ganz neue Wege erobert. Wir haben Jaume Plenzer, der hier schon zu sehen war in der Kunsthalle, späte 90er Jahre, 97, mit einem großen Werkbestand an Plastiken. Wir haben jetzt Plenzer als vor allem Künstler, der Installationen zeigt, der Lichtinstallationen zeigt, Licht-Klang-Installationen mit skulpturalen Teilen. Wir haben dann, und er hat auch Video eigentlich eingebunden in eine seiner Arbeit, und wir haben Fotografie, um dieses ganze Jahr, wo wir ja den Monat der Fotografie hatten, oder bei uns waren es die Monate, es war nicht nur einer, die internationalen Fototage. Um das abzurunden, haben wir Frau Sabau von der DZ Bank eingeladen, uns einige ihrer wirklichen Highlights mitzubringen. The American Dream habe ich die Ausstellung genannt, weil ich glaube, man kann durch Fotografie sehr gut eine Identität einer Nation geben, und Sie sehen das selbst, worum es geht, und sie wird es gleich erläutern. Und die 4. Position ist, und das ist für mich auch eine Entdeckung, muss ich sagen, Roger Fritz, der, wie gesagt, auf der Autobahn steckt, ein älterer Fotograf, der in Mannheim geboren ist, also noch ein Sohn Mannheims, den wir ausgegraben haben, außer Horst Hamann, Robert Häuser und anderen. Ein älterer Fotograf, der seit den 50er Jahren die großen Regisseure begleitet hat, teils als Schauspieler, teils selbst Produzent war und eben dann immer fotografiert hat, wenn es um Romy Schneider, um die Beatles, um wen auch immer ging, und zum Schluss bei Fassbinder mitgespielt hat in 2 Filmen und den letzten Film auch als Fotograf begleitet hat. Das sind sensationelle Fotos, Querelle. Das wird ein Leckerbissen sein, ich hoffe es jedenfalls für Sie. Für mich war es wirklich eine Entdeckung. Ich fange gerne jetzt, bis die anderen Künstler dann langsam eintrudeln, mit der Sammlung der DZ Bank an. Frau Sabau kenne ich, ich glaube, seit über 20 Jahren, und es war für mich ein Genuss, Sie zum zweiten Mal zu bitten, Werke Ihrer Sammlung in einer Ausstellung hier zu präsentieren. Die erste war, vielleicht erinnern sich manche, Sublime Landschaften im Bunker damals, zur ersten neuen Kunsthalle. Es waren traumhafte Arbeiten von Sugimoto, anderen. Und die zweite folgt heute. Die Auswahl hat Sie getroffen mit Frau Dr. Herold, der ich auch dafür sehr herzlich danken möchte. Und ich habe auch dieses Mal nicht in die Hängung eingegriffen. Einige Dinge, es sieht wunderschön aus, einige Dinge würde ich trotzdem anders machen, aber genau das muss so sein hier in diesem Haus. Luminita, was würdest du sagen zu der Thematik? Gibt es wirklich eine Identität einer amerikanischen Kultur über die Fotografie? Kunstinstituten gezeigt. Aber es war immer so, dass der Umfang der Sammlung, wir besitzen über 5000 Werke, und die Qualität der einzelnen Werkgruppen
haben uns oder gaben uns die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit den Kuratoren eine jeweils spezifische Auswahl zu treffen, die so auf die programmatische Ausrichtung der Institute eingestellt war. Und gleichzeitig sahen wir darin auch die Chance, einen Beitrag, einen Akzent in der Ausstellungslandschaft zu setzen. Nun, als mich Rolf Lauter fragte, ob wir hier wiederum eine thematische Präsentation von Teilen aus der Sammlung zu machen, habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil die Kooperation mit den Kulturinstituten für uns sehr wichtig ist. Also diese fachlichen Allianzen sind für uns als Wirtschaftsunternehmen außerordentlich wertvoll, weil darin eine Anerkennung für unser Engagement zu sehen ist. Und wir freuen uns darüber und wir freuen uns auch über die Chance, das, was wir bis jetzt getan haben, öffentlich zu reflektieren. Aber als Rolf Lauter sagte, wir sollten uns vielleicht Gedanken über eine Auswahl machen, die The American Dream heißen könnte, habe ich gesagt, toller Ausstellungstitel, was haben wir zu bieten? Sind alle oder bedienen alle amerikanischen Fotokünstler solche Klischees oder wie können wir uns den Weg in Richtung American Dream machen? Und im Laufe der Zeit haben wir gemeinsam eine immer spezifische, immer fokussiertere Auswahl getroffen und parallel dazu habe ich ein bisschen gegoogelt. Sie werden nicht glauben, wie viele Eintragungen im Google zum American Dream gibt. Es sind knapp 45 Millionen Eintragungen zum American Dream. Das wusste ich nicht. Im Gegensatz dazu zum Traum gibt es nur knapp 4 oder 5 Millionen. Also ich fand das hochspannend zu sehen, dass der amerikanische Dream, der Traum, der eigentlich eine Weiterentwicklung eines Traumes ist, auch viel mehr, also viel verheißungsvoller ist als jeder Traum. Also Sie können sich vorstellen, dass wir bei der ersten, zweiten, dritten Auswahl auch so ungefähr da standen, wie ich vor dem Bildschirm, als ich gesehen habe, dass es 65 Millionen Eintragungen zum American Dream gibt. Also zum Schluss konnten wir uns auf eine Auswahl von etwa 100 Werken aus der Sammlung. Die Frage, ob man den amerikanischen Traum oder die Sammlung durch diese Auswahl definieren kann, werden Sie vielleicht geben können für uns, die in medias res sind und die diese Arbeiten in ganz unterschiedlichen Kontexten gesehen haben oder ich zumindest jede einzelne Arbeit im Kontext der Sammlung erworben habe, ist es schwierig zu sagen, ob wir dem American Dream eigentlich ein Gesicht geben können. Meine persönliche Meinung ist, dass jeder dieser 65 Millionen Eintragungen eine Antwort für sich ist, dass jedes Bild oder jedes Konvolut aus dieser Sammlung wiederum eine Antwort für sich sein kann. Und man kann nur mit dem Zitat mein Statement beenden, dass Kunst eigentlich ein Spiegel ist, in dem jeder Einzelne sich wieder sieht. Ob Sie darin den amerikanischen Traum, Träume oder Albträume wiederfinden werden, liegt es an Ihnen, liegt es an jedem Einzelnen. Aber ich hoffe, dass die Gesamtheit der Ausstellung vielleicht, wenn nicht Antworten, zumindest Fragen stellen kann, die uns weiter beschäftigen können. Vielen Dank. Mir ist das aufgefallen, weil ich die Sammlung natürlich auch nicht so gut kenne wie Sie, wie stark die persönliche Sicht des Fotografen diese ganze
Ausstellung eigentlich prägt. Ob das jetzt Stadtlandschaften sind, ob das Menschenbilder sind, ob das gestellte Porträts sind oder Realporträts, ob es die Härte von Nan Goldin ist oder die vielleicht liebevolle Annäherung an Amerika, Helen Lewitt und andere oder Richard Avedon ist mit seinen Typen eigentlich unglaublich präzis. Und ich denke, dass wir hier, wie sie sagt, ein eigenes Bild eigentlich machen können. Genießen Sie es nachher einfach bei diesem Rundgang, die einzelnen Positionen. Ich glaube, die meisten sind so bekannt, da muss man gar nicht mehr viel sagen, meiner Ansicht nach. Haben Sie denn sofort Fragen an Frau Sabau zu dieser Auswahl oder zu dem Thema? Wahrscheinlich nicht, das ist so spannend und so klar. Also, das ist die erste Position. Die zweite, Roger Fritz, ich gehe gleich über die Fotografie dann zur anderen Kunst über. Roger Fritz ist, wie gesagt, eine Entdeckung. Ich wurde darauf hingewiesen, ihn irgendwann mal zu besuchen von einem Freund, ob ich ihn kenne. Ich kannte ihn nicht, muss ich zugeben, und habe ihn besucht. In München lebt er heute oder seit langer Zeit eigentlich. Und er hat seit den 50er Jahren, wie gesagt, immer fotografiert wie ein Wahnsinniger. Ein riesen Atelier, Archiv. Und bei der Suche nach der Auswahl möglicher Werkgruppen sind mir drei Dinge aufgefallen, die ich zum ersten jetzt einfach zeigen wollte. Das sind Aufnahmen von Natur, Wasser, Landschaften, die fast abstrakt wirken. Es ist unglaublich, was er durch seinen Ausschnitt, durch seinen Blick, durch die Spiegelung, die da alle da sind, was er da herausholt. Das zweite ist eben die Künstlichkeit, das Theatralische des Lebens, übersteigert durch bestimmte Lichtführung aus diesem Carel-Fassbinder-Film aus der letzten. Dabei ist es sehr interessant, dass er versucht hat, nicht die Szenen, die sowieso gespielt werden, als Stills zu machen, sondern er hat die Schauspieler gebeten, bestimmte Haltungen, Stellungen und so weiter einzunehmen. Also betonte Erotik, Sex, betonte Kreuzigung, Religion und betonte Liebe, Männer, Frauen. Und diese Übersteigerung ist eigentlich auch Spiegel dessen, was Fassbinder natürlich hervorgeholt hat aus dem Leben, aber gleichzeitig auch eine unglaubliche Realität, also eine andere Realität. Und die dritte Gruppe sind für mich auch wirklich sehr, sehr schöne Arbeiten, schwarz-weiße Arbeiten, die frühesten eigentlich. Da habe ich sehr wenige ausgewählt. Zwei davon prämiert schon in den 50er Jahren. Ein kleiner Junge, der aus dem Wasser guckt, unglaublich präzis, ein traumhaftes Bild eines Porträts. Romy Schneider in wunderschönen Situationen, eben immer im Rahmen eines Films, aber dann doch irgendwie halb privat, halb öffentlich, ganz merkwürdig zärtliche Fotografien. Ich glaube, er war immer sehr nah an den Menschen und hat genau diese Sachen gezeigt, die ihm auch sehr nah waren. Er hat hinter die Haut dieser Menschen geblickt, hinter die Augen, in die Seele, glaube ich. Insofern eine wunderschöne Entdeckung. Diese Ausstellung können Sie ganz unten sehen. Gehen wir ganz zum Schluss hin. Wenn er nachher da ist, dann kann man auch ihn quälen und fragen. Ich weiß natürlich nicht so viel über ihn. Welcome, Cecily. Come with me, please. So, ich möchte jetzt meinen zweiten Gast, das geht ja fast wie im Fernsehen, hier ist wunderbar, kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Thank you for coming in the right time, in the right minute. Dankeschön. Ich habe, I say some words in German and then we switch into English. Als ich auf der Suche nach der Malerei der Gegenwart war, Sie wissen das alle, Kunsthalle 4 habe ich vorhin gesagt, und dann kam mir eigentlich, oder wurde mir sehr deutlich, dass es um ganz spezifische neue Vorstellungen von Malerei geht, die viele junge Künstler beschäftigen. Das ist nämlich die Vorstellung, dass Gedächtnisbilder auf die Malerei übertragen werden und nicht mehr die klare, sichtbare Realität. Und das in ein Kompositionsgefüge einzubringen, wie es so in diesem Sampling-Verfahren früher eben nicht der Fall war. Und dabei sind mir unglaublich viele tolle Künstler aufgefallen aus der ganzen Welt, muss ich sagen, unter anderem eben Cecily Brown, die in London geboren wurde, 69, und heute in New York lebt. Wir hatten damals in der Direktmalerei zwei Bilder, in die sich sowohl Herr Marx als auch wir verliebt haben. Wir fanden die unglaublich scharf und toll und wirklich direkt.
Das war ein Black Painting. Wir haben unten dann in der Halle 1 auf der rechten Seite und eine zweite sehr naturabstrakte Vorstellung. Ich wusste damals nicht, weil ich sie nicht so gut kannte, dass genau das Dialogische für ihr Werk extrem wichtig ist. Cecily, I told about the time when we prepared the direct painting show here that I learned about a lot of artists, young artists, painters, and we saw then for more than half a year the beautiful in modern art Oxford, and do you want to have this exhibition afterwards? Should I ask the collectors? And I said, I have to think 1 week because I have no money. And then I thought 1 week, and after this I decided yes, and some people helped me in between. And then I never have been in Oxford, but I saw the paintings, and then I understood that it was very important to show her works now and not later, because I think Cecily has an enormous intensity, energy in her paintings, and today we have, I think, 18 or 19 works mm-hmm. that show this beautiful view. I already asked you before, what's going on when you start a painting? How do you start? First, I'd like to say I'm sorry for not speaking in German. I apologize for that. Well, I usually just begin. I often start several canvases at once. I always work on more than one, sometimes between 3 up to 20 canvases in the studio at one time. When I begin, I love to begin. I have a big brush, I have some, you know, often a thin one wash of color, and I start. Often the painting, I don't start with a clear idea of what I want the painting to look like. I have a general, there are usually several themes that I'm working on at one time, but I like to just play it by ear, see how, what happens as I go along. Often a few marks and something is suggested very quickly, and that will be the basis of the painting. But sometimes a painting goes for a few days or a week, but more likely a few months, sometimes up to a year. So over the course of many weeks or months, it changes a lot. Something happens in one painting, and then that gives me ideas for what to do in the next. I put things away, I put things aside, and then come back to them. But it's very much a relationship between the works. You know, one thing sparks off an idea for another. And these ideas, you have to paint. You start with images in your head, you start to, or with some lines, with concrete things, or it is more, let's say, a coordinative system, something like that? Well, I feel like I have so many images in my head mm-hmm. that it's not, that's not really a problem, that really just beginning, they come so quickly, they're sort of flooded with images. In a way, it's more of a problem. I think I've always had this problem of wanting to put everything in one painting. Mm-hmm. And so that's one of the reasons I like have more than one at mm-hmm. once. But there's a kind of lexicon of imagery that I go back to. Sometimes things occur. You know, there are paintings. There was a series of paintings nearly 10 years ago of rabbits, bunny rabbits in the woods, kind of violent, nasty paintings. The paintings, this was a subject that I felt, you know, I worked on 10 years ago. The rabbits had become more like figures, human figures. And I felt that I'd left the bunnies behind, the rabbits. And then 3 years ago, I did a little drawing. It made me start thinking of them again. So the bunnies reappeared. And this happens more and more. The longer I paint, the more I go on. Something will come up again that I think I've left behind. So it's like a kind of cycle.
Things recur all the time, and sometimes they go to the background of my memory, you know. But each painting, I work very much with what is suggested by the painting as I work. We have, in the main hall, we have four paintings in a corner dialogue, figures and, let's say, more abstract paintings. And on the other side, we have three paintings, the black, the skull, and the red one. And there are two, for me, two important things to understand, or I understood the days when you have been here for the installation. There is the transformation of one thing into another, of one element or one subject into another, a figure into an animal, nature into figure and everything else. On the other side, we have not the opposites, but we can see clearer when we see a figure and see besides a almost abstract painting, we think. Then we start to find out some elements of a figure, some bones, some, I don't know, a leg, a face, or something else. So what I mean is you make always a dialogue between these two poles, and you bring a lot of different images in these paintings. This is what I realized here. And I think you like very much the skull in the middle. Mm-hmm. Why? Well, first, it's the most recent. So mm-hmm. I think one always feels closest to the most recent thing. The skull, it comes from a found image. I didn't invent it. It comes from a 19th century print. And I suppose in a way I feel that it somehow brings together everything I've been thinking about. In a way, it condenses these ideas of that I always play with between abstraction and figuration, when something is not what it seems, when just as you think you understand the image, it shifts and changes into something else. And it brings in, it makes you very conscious of the act of looking at mm-hmm. something and what it means, the way that the mind and the eye sort of conspire to make a form. Because a lot of I said to you earlier, I don't like to use abstraction and figuration anymore as terms, because when I paint, it's the same, it's all the same for me. Also, when I look at other people's paintings, I don't use a different part of my mind. It's all the same thing. Sometimes the figure disappears more, sometimes it's much clearer. Sometimes if I have I never call them abstract, really. Mm. When it's broken down more, when it's more dissolving, if it's the imagery is almost disappearing, then I always want to bring back, do a painting where it's very clear, like the black painting. But I really want to play with I've always wanted to see how little information you need to give so that the mind invents the rest. So can you just give an elbow and that you can imagine the rest of the figure? How much in the power of suggestion? I also have a tendency to overstate things, I think, or say things in 10 different ways, but I've always been had an ambition to be able to give just a fragment and for the mind to take it from there, and so that it really opens up the imagination. I think when I see it right, that every work, every painting is a little cosmos of some elements. And some elements are more concrete, some less. And from that, what you said, the real perception starts into the world of the painting. And this is what is, you are catched to come deeper and deeper. And this is what I learned from these paintings. That's why I think they're really extremely good. And we can learn again about painting. That's the beautiful. What about sex, not in your life, but in the paintings? Well, it's a subject that I've used off and on over the years. There are so many reasons. The paintings of the past that I've been drawn to a lot are nearly always the depiction of flesh,
nudes, but also I've loved paintings with a very dramatic content or very emotionally charged content, whether it's things like the Massacre of the Innocents, mm-hmm. or the Rape of the Sabines, things like that, where, but usually just flesh in old master paintings is the thing I've always loved looking at the most. And I think, so when I started painting, I wanted to paint flesh, but I was bored quite quickly by just doing a single figure. I wanted to have something more going on. And so two figures in a room, very quickly I put them together. And this is at the age of about 17, and since then I've just gone back and forth with this subject. I like the fact that it's there are so many things to say about it. One thing is I like the fact that it's easy to understand, everybody gets it, and everybody can relate to it in some way. There is an element of wanting to grab the attention. I understand that in a world full of so many competing images, you want to do something, especially in painting, that makes somebody stop and look. I think when I first started painting, I was so aware that I felt like people had slightly forgotten how to look at painting because we were so used to video and moving imagery. And I noticed that people tended to look for 3 seconds, perhaps. So I really wanted to make them look, make them stop. The trouble sometimes with the sexual imagery is that people think it's easy to think that's it, that's the subject. Years ago, when I started, nearly all the paintings were sexual, and it became a problem for me that I didn't think people were looking at them as paintings, but just at the subject. So I think I've gone further away from it, but then every so often I just want to do something very clear and bring it back. But I like to have paintings that are very emotionally charged. And the idea for me is always to make someone stop, but then to keep them there looking for much longer, and that the more they look, the more layers of pleasure will be revealed. Then of course there's quite literal things like the movement of the paint could be very similar to that of the body, and so on. I don't want to, I should shut up because I could keep going. Oh, that's beautiful. But we go a little bit later, we go into the central room. We have 3 rooms with paintings. The central hall, Vetter Forum, besides the smaller room, then we have here in the so-called body space, I try to have a dialogue between the sculptures from the collection and 2 of her works. It's a radical situation. I think it works here. And we have 2 paintings downstairs in the context of nature, Richard Long and others. I think it gives, a little bit more of possibilities, but I think the best space is really the Vetter Forum. Schaume, I'm so happy that you could come from Spain. And I think the airplane was a little bit late, but most important is you are here with your beautiful wife, Laura. Christian Scheffel is here also. Nice to see you. She said something beautiful, because the concentration of the work, or to the work, the perception, the radicality to get this, the viewer involved into the work is something what is interesting for you too. We have, I think I said it before, for the second time, works of you, but this is such a homogeneous, beautiful exhibition with light installations combined, one with tone, another one with video and tone. And as I understand you right, the book will be ready in some days, but we spoke a lot about your works. You like to focus on the human being, on the meanings of what is important in our life, and the roots, where we come from. What is your main interest regarding your work in special, in general, and the works here in Mannheim? Well, we call that show is art, something in between. Probably all of us are in between. In between what? When you was talking about if my show is more homogeneous or not, well, I disagree, because a sculptor normally has always the same problem: which material, which kind of
concept ideas. I think it's only one support, which is the human being, the concept of time for human being. And I think a sculpture is a wonderful metronome to count the rhythm of our lives. In that show, it's true, it's different possibilities, different, let's say, words, different ways to express, but probably the same ideas. And I think the show is not, let's say, a long regard about my work. I think it's only one piece, in fragments, let's say. And I think that is, for me, the beauty of that exhibition. This exhibition is like that one of Cecily with Oxford, collaboration with Duisburg, Lehmbruck Museum, Stiftung Lehmbruck Museum. And I like very much the bridges, because when your works have been there, Lehmbruck was a very interesting partner for you. Here it's another collection. And I think what we spoke before, the dialogues are always important, but your spaces are more hermetic than her works. Every work is part of a total idea, but every work is in the same time something concrete, a body, letters, and the light. The light is a spatial element. Well, I think it's one more material in the work. Yeah. I'm a very physical person, and I need to touch, and the light is also something touchable. And as far as I could use plenty of different materials, light is one more. And also texts in all forms or in different languages. I think the shape of one word, it's a container in itself. Fill it with memories. And it's not probably necessary sometimes to talk or to pronounce one word to help that the word exists. The words are there, floating. And we just breathe words, and we use words, and words are there, printed, or in oral traditions, in our books. I grew up with words, you grew up with words, everybody grew up with words. She's a painter, but she's trying to explain the paintings with words. And it's a funny situation. I am a sculptor, I'm trying to explain my work with words. It's a funny situation. And that is probably the reason to entitle that show, Is There Something in Between? Because if we need something else to explain our main work, something happens. But it's also interesting when I hear a writer talking about one of his books, it's also funny. He's right down, but he needs to talk. And I like this physical way as a bridge to communicate, not necessarily only in the museum. I think a museum is a cell in the macrocosmos. It's one more of those bricks to build up bridges, but the capacity to communicate, to create links with others, I think words are very important. Well, I'm Spanish, another will be German, another could be English, another could be Japanese, but all of us are using the same tool, which is word. And a word I like as a sculptor in that way. It has a volume, it has a measure, and it's probably one of the most perfect physical elements. Normally, the size of the container is in the exact proportion of what is keeping inside, which is very rare. And well, that show is a little celebration of my love for words. And also, because we are in Germany, it's a secret homage to Elias Canetti, which I think it was one of the main writers in German talking about words and the way to communicate with. Right. Danke, Schaume. Bevor wir jetzt in die Räume gehen, Sie wollen natürlich die Kunst sehen. Und Sie hat. And then we go downstairs.